Bambus, wir müssen deinen Dämon austreiben. Nein. Wir müssen, ja, was? Wir müssen deine Unglücksrede gegenüber anderen verringern. Du musst Wangu befreien von seinem Käfig. Okay, wie soll ich ihn befreien? Soll ich seinen Kopf abschlagen? Ja, kannst du. Oh Gott, lauf! Okay, wo ist Wenn du den Kopf abschlägst, kannst du ihn ja auf jeden Fall besser rausbekommen. Ja eben, deswegen sag ich ja. Dann wo ist Mango? Dann können wir den einfach wieder zusammentackern und dann... Ja, ja, Mango. Komm, wir gehen auf unser Schiff. unser Privatjacht. Es eskaliert hier gerade schon wieder. Ganz Sunny, ich hab übrigens einen sehr schlechten Part für mein Reiseunternehmen. Camarillo. Aha. Jetzt muss noch. Cam ist dann. Camarillo ist dann einfach der Name. Ich hab dich aber auch zwischendurch zum Lügenrillo gemacht. Oh nein. Und die ist auch noch hier. Müsste ich jetzt opfern. Ich muss mal anmerken. Pass auf, die Mumie ist drin. Also, das ist jetzt sehr frech. Jemand hat Ellie umgebracht. Wie kann man nur? Und von unten kam Mr. Bambus. Ich habe gerade noch zusammengesehen. Aus der Richtung, wo die Leiche kam. Na, Bambus, wo? Gar, wo ist die Leiche? Aber wo ist die Leiche? Entschuldigung, ich frag kurz. Ganz unten Handwerkshaus. Handwerkehaus? Also, ja. Wie es geschlossen war, konnte er nicht reingehen. Genauso wie ich nicht. Ja. Mr. Bambus stand unten links. Aber nicht die Leiche war bevor die Türen zu. Die Leiche war schon bevor die. Okay. Ein Bedenke ist da gerade jemand anderes unterwegs. Ja, ich bin von oben runterkommend nach rechts gelaufen bei dir, Bambus. Das war ich. Ich habe also, dich direkt gesehen. Ich habe unten beim Handwerkshaus das mit der Schlange gemacht und bin dann einfach hochgelaufen. Nein, du bist nicht hochgelaufen, du bist dann stehen geblieben in der Ecke. Ja, das will ich ja gerade erzählen. Ich bin unten die Schlange, bin dann hochgelaufen, bin dann immer zögerlicher hochgelaufen, weil die Mumie unterwegs war. Dann habe ich beim Musik. Mumie war später mit der Mumie geredet. Ich wollte der Mumie nicht entgegenlaufen. Negotiations gemacht. Ja, ich war auf K. Okay. Ich raff nix. Franzi, lass mich in Ruhe. Ich soll dich nicht für mich gesagt, ich soll dich AFK. Ja, für dich ist das aber töten. Das sehe ich. Okay, ja, dann darf ich das wohl nicht. Ja. Hammer. Aber, ja, okay. Nochmal zurück, wer sind jetzt in Stand geblieben? Alle. Frage. Hi. Hi. Ja, hi. Das Bambus. Hola. Wie soll ich das machen, Xan? Ich darf den nicht befreien, ha? Huh? Mach den Touristenführer, Marillo. Der ist eh gefährlich. Hm. Der jetzt wirklich da liegt. Sieht aber schick aus. Na, wir sind... Hochzeit. Sind eigentlich gerade eben auf einer Hochzeit gewesen und dann waren wir plötzlich hier. Ich würde sagen, wir wurden entführt. Ja, war das eure Hochzeit? Nee, ihr seht aber schick aus. Nee, wir sind die vom Junggesellenabschied. Wir haben Dragon verabschiedet. Das war jetzt scheiße. Also ich bin gerade mit Maxi da runtergelaufen und da liegt eine Leiche und ich habe ihn weglaufen gesehen, aber ich habe im Nebel nicht gesehen, welche Farbe das war vor uns. Das Maxi, hast du vielleicht den gesehen, der vor uns war da unten? Ja, die Farbe also habe ich die auch Leiche liegt. Das war ein Liebhaberkill, würde ich mal sagen. Vorm Handwerkerhaus. Ja, also Xan, Bambus und Mango waren bei mir. Ja. Wir haben gerade Uwe und Bier. Die haben von ihrer tollen Hochzeit erzählt. Ja. Mhm. Glückwunsch euch beiden. Nee, wir haben ja nicht erinnert, wir waren auf Junggesellenabschied. Ja, Glückwunsch euch beiden. Ja, genau. Dragon. Er heiratet denn? Na, Dragon, der ist aber tot. Dragon heiratet? Der hat aber Rillo jetzt heiratet. Nimmer, jetzt wird tot. Damit Rillo und das heißt ja nur, dass, aber es das heißt ja, dass es nur Lippi und Nora gewesen sein können. Quatsch. Wenn ihr beide es nicht wart. Aber wenn es ein Liebhaber ist, dann ist er der vor uns. Genau. Nein, da ist jemand weggelaufen. Da ist jemand weggelaufen davon. Naja, das könnte ja. Lippi noch rasch kommen. Aber Lippi Kurs müsste wissen, dass ich oben in der Pyramide war und runtergelaufen bin. Das war ja sind eigentlich so beide. Ein Handwerker. Aber so weit bin ich nicht gekommen. Zeitlich.
Ja, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen im Nebel. Es war ein bisschen schwierig. Ach ja, falls jetzt. Smax hat den auch nicht gesehen. Ist gerade sehr doll. Das ist gerade. Du machst schwer. Das immer, dass du. Viel Spaß. Bis später. Der Junggesellenabschied. Ja, Schluss. Ein gutes Junggesellenabschied. Oh, schnell raus hier. Komm schnell raus. Oh. Das sind diese Heuschrecken. Kann mir jemand erklären, warum hier zwei Leichen aufeinander sind? Ich habe einfach so mal drückt, weil ich dachte, es sind sicher jetzt welche wieder im Nebel gestorben. Oh. Ja, Smaxi ist tot. Franzi ist tot. Ja, wartet mal, ich habe nämlich Lippi in der auch. Pyramide zwei Leichen, Lippikus und noch eine andere aufeinander liegen sehen. Da bin ich nach links gelaufen und habe da, glaube ich, Xan und Mr. Bambus gesehen und wollte die gerade fragen, warum da zwei Leichen liegen. Okay. Wir waren wieder in also entweder, Abschied. Entweder ist Nurashka böse oder Mango. Also, na, also das sah halt aus wie ein Sheriff oder keine Ahnung. Also ja, aber ich kann genau sie. Franzi hat gesagt, sie geht jetzt Lippi killen oder Nora, je nachdem, wen sie zuerst sieht. Also wenn da ja, zwei gut, Leichen dann ja. Lippi, ja gut. Das Problem ist aber, ich und Bambus waren jetzt in den Raum und dann gingen die Heuschrecken los. Also einer von euch beiden ist Hexenmeister. Jupp. Also ich bin gerade zu euch gelaufen, ich bin ja nicht stehen geblieben. Naja, deswegen. Du warst ja draußen, in der Pyramide. Du könntest sein. Romango halt. Weil das kann man ja auch aus der Ferne auslösen. Das stimmt. Ja, dann, wenn das deine Theorie ist, klar, dann musst du nachher schnell nochmal läuten gehen. Weil sonst sind wir am Arsch, glaube ich. Wir können erstmal noch Arsch gehen. Ist eng mit den Leuten. Die arbeiten also gut zusammen, ich habe gerade nichts ne? gemacht. Ich wollte euch nur einen Sheriff-Kill zeigen. Ja, du warst ja draußen. Da bist du. Ich glaube, es sind Tracks und Xan. So klingt das für mich. Nee, ich bin ja mit Bambus und Bambus. Nein, ich habe geläutet. Ich weiß. Er hat gesagt, dass Nurashka oder du sein musst. Bambus stand neben ihm. Aber es ist ja gerade nichts passiert in der Runde. Bravo, bravissimo. Ja,